Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Männerlords. Ich würde gerne sagen zu einem entspannten Part Männerlords, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Denn wir haben die Mission, das müsste gleich auftauchen, weil ich neu geladen habe, ist das Ganze weg. Wir haben die Mission, uns auf einen Angriff vorzubereiten und der ist jetzt noch so 4-5 Tage weg. Also ist eigentlich schon direkt da. Ich hoffe, wir sind gut vorbereitet. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil es die erste Schlacht wird, aber mal gucken. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall unser Herrenhaus gebaut. Das war so die große Errungenschaft im letzten Part. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut da gerne vorbei. Lasst gerne vielleicht noch ein Abo da, weil dann habt ihr es oder würdet es auch in Zukunft nicht mehr verpassen. Jetzt müssen wir mal schauen. Gleich müsste die Mission kommen, dann weiß ich, wie weit das Ganze weg ist. Wir haben hier irgendwo noch unsere Garnison hier. Läuft die zurück oder ist das, weil ich neu geladen habe, ist die da stehen geblieben? Das weiß ich jetzt nicht. Ich schicke sie auch nochmal zurück, weil die brauchen wir auch auf jeden Fall. Wir können jede Streitkraft gebrauchen. Ansonsten müssen wir mal schauen, was vor sich geht. Keine aktuellen Ereignisse, das ist ganz gut. Durch den Winter kämen wir auf jeden Fall ohne Probleme. Nahrung wird ein bisschen eng, aber wir haben ja noch Jäger, die jagen. Und ansonsten haben wir noch die Eier und die Gemüsegärten vielleicht. Ich weiß nicht, ob die auch im Winter Sachen produzieren. Und das Mehl wird, glaube ich, auch noch verarbeitet. Genau, da machen wir auch noch Brot draus. Also gar kein Thema. Was ich auch rausgefunden habe, es gibt einen Kinomodus in dem Spiel. Das bedeutet, der blendet dieses HUD aus. Deswegen war ich da auch am Anfang. Banditenlager entdeckt so, 4 Tage haben wir noch. Ist jetzt nicht so lang. Es ist eine ganz komische Tastenkombination. Also man kennt es vielleicht aus Anno, da ist es F10. In manchen Spielen ist es vielleicht F1. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht was. In irgendeinem Spiel war es, glaube ich, noch C ganz normal. Hier ist es Steuerung C. Vielleicht bringt STRG-V auch noch was. Moment, das hatte ich nicht. Ich habe noch nicht STRG-V ausprobiert. Okay, das öffnet das Menü, aber das macht, glaube ich, V alleine, gell? Ja. Gut, STRG-V bringt gar nichts, aber STRG-C. Und was ich rausgefunden habe, weil ich da aus Versehen drüber war, wenn man Tab gedrückt hält, erhält man hier ganz schön viele Infos. Also hier zum Beispiel, wie viele Leute drin sind von wie vielen. Dann, hier, dass hier Tiere drin sind. Hier zum Beispiel ist noch keiner eingezogen in die zwei Häuser. Auch interessant. Die sind Stufe 1. Ich tippe, das Grüne steht dafür, dass man die upgraden kann. Dass wir da genug haben. Und hier, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. 3 Schafe haben wir. Stimmt, die haben wir beim letzten Mal auch noch bekommen. Ein Herrenhaus, also eine Schafszucht. Herrenhaus war das da hinten. Ja, also eigentlich sind wir ganz gut. Die Zufriedenheit könnte besser sein, aber wir erheben auch eine relativ hohe Steuergrad, weil wir Geld brauchen und Einfluss. Darum 3 Tage noch. Wie weit seid ihr? Wenn ihr kommt, müssen wir euch direkt auflösen und neu spawnen. Das ist die Aufgabe für den heutigen Part. Genau, hier laden auch noch die Texturen, weil wie gesagt, neue Aufnahme für mich. Ist auch das Letzte, was heute für mich ansteht. Der Tag war relativ anspruchsvoll. Ich bin schon relativ kaputt. Aber eine Runde Männerlords geht noch. Das geht auf jeden Fall. Hier hinten habe ich niemanden mehr drin? Nee, okay. Muss ich dran denken, wenn es Sommer wird. Weil das ist schon ab nächster Jahr, ab dem nächsten Monat im Spiel. Dann müssen wir wieder Sachen rausziehen. Dann können wir auf mehr gehen. Die Räuber treiben ihr Unwesen. Feindliche Einheit gesichtet. Wo? Wenn ich draufklicke, ich mache erstmal Stopp. Feindliche Einheit gesichtet, ziemlich nahe. Warte mal, mehr nicht? Oder kommen da noch welche? Ansonsten habe ich mir echt umsonst irgendwie in die Hose gemacht. Also das ist ja, das machen ja meine 5 Leute allein. Wo seid ihr? Ja, geht mal hier hin. Da müsste ich euch auflösen können, oder? Erhalten, Stellung, Einheit auflösen. Heimatregion ist das ja eigentlich schon, oder muss ich hier ganz nah hin? Dann können wir hier mal hin. Ja, die kommen jetzt auf jeden Fall her, das ist okay. Aber da habe ich jetzt echt, also, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Nun gut, dann werden wir zum Glück diese Siedlung aber nicht in dem heutigen Part verlieren. Ich hoffe, wir kriegen auch... Was seid ihr denn? Einheit auflösen. Schön erstmal Einheit auflösen. Was macht ihr jetzt? Mission abgeschlossen. Räuber in der Nähe. Habe ich die abgeschlossen? Ich weiß ja nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall unsere Armee. Ausheben. So. Ressourcen zum Inventar hinzugefügt. Speicher. Was? Hä?
Okay, verstehe ich nicht. Jetzt kommen die ganzen Leute aber. Unsere erste Schlacht. Ich würde gerne einen zuerst abfangen. Ihr seid beide 16 Einheiten. Wie viele haben wir? 16, 26. Wir sind voll. Okay. Können wir eine weitere Armee aufstellen? Was haben wir noch? Wir haben noch Kriegsbögen. Hier, nochmal. Bilden, let's go. 5 und 6, ich weiß zwar nicht warum, aber... So, dann würde ich sagen, also welche sind näher? Die sind beide ziemlich gleich Wo sind die anderen hin? Scheiße, im Wald werden die unsichtbar, oder wie? So ein bisschen Total War-mäßig. Ich würde sagen, wir halten hier die Stellung. Ist vielleicht das Beste. Wir haben genug Platz zum Glück. Das heißt, wir müssen uns da gerade keine Sorgen machen. Nahrung haben wir. Ja, die ganze Produktion steht jetzt natürlich. Aber ich habe Angst, wenn ich da hochrenne, dass ich nicht rechtzeitig oder sehr kaputt zurückkomme. Zusammenhalt, warum? Söldnerkompanie, ja, brauche ich jetzt wirklich nicht. Also, es ist schön, wie gut wir sind. Zusammenhalt, ich verstehe es zwar nicht, aber okay. Da ist der Zusammenhalt gut. Ah, hier auch. Okay, Müdigkeit würde aber besser. Feindliche Einheit gesichtet. Welche? Die? Oder noch jemand? Dieses hört sich immer irgendwie an, so finde ich, wie so ein Minecraft-Villager. ja komm, wir gehen zuerst auf die. Beziehungsweise wir sammeln uns hier. Da. So, und da gucken wir mal. Spiel pausieren nicht. Von irgendwo kommen die da. Ich weiß nicht, ob die direkt Häuser angreifen können oder ob erst die Einheiten angegriffen werden. Dieses Gefolge ist hier sicher auch sehr gut. Kriege ich ein bisschen mehr Infos über die? Standhaft hätte ich hier gern. Was? Die Verteidigung wird verdoppelt, die Häufigkeit der Angriffe jedoch halb... Nee, dann ausgewogen. So, ein bisschen weiter vor. Einfluss kriegen wir gerade ganz gut. Wir können mal die Steuern dafür jetzt ein bisschen reduzieren. Dann sind die auch nicht ganz so unzufrieden. Weil Geld brauchen wir gerade gar nicht so. Ja, 10 ist eigentlich ganz okay. Weil das mögen die gar nicht, die Besteuerung. Feindliche Einheit gesichtet. Shit, die sind ja echt nah. Ich hoffe, die rennen mir jetzt nicht direkt in den Hinterhalt. So, yeah. Schießen. Okay, die gehen zuerst auf die. Ihr dürft nochmal schießen. Hä, die können auch schießen? Nee. Ich wollte gerade sagen. So. Ich hoffe, keiner stirbt. Was macht ihr? Wo sind die hin? Wahrscheinlich hier im Wald. Könnt ihr noch schießen überhaupt? Ah, eher weniger. Aber wir halten uns echt gut. Alle sind noch da. Leichen in der Nähe. Shit, wir brauchen ja auch so einen Totenhof jetzt. Moment. da muss ich mal dran denken. Und zwar, nee, Bauernhaus nicht. Hier bei der Kirche, Leichengrube. Nicht jeder verdient es, auf dem geweihten Boden beerdigt zu werden. Arbeiter werden zu Totengräbern. Ja, wo bauen wir dich denn hin? Hier so ein bisschen neben die Grube vielleicht. Muss das gebaut werden? Ja, Priorität Mittel. Kann man machen. Feindliche Einheit. Ja, die kommen her. Die greifen nicht die Häuser an, würde ich tippen. Greift ihr die jetzt? Spiel? Ja klar, speichere erstmal das Spiel. Okay, ihr rennt einfach weg. Dann hätte ich gerne hier ein bisschen das. Oh shit, wir haben welche verloren. Ah, nicht gut.
Nicht gut, nicht gut. Zwei Leute. Sieht man die Leichen noch eigentlich? Ich frage für einen Freund. Oh, wir haben März auch schon. Ja, zwei Leute zu verlieren ist nicht gut. Welche sind denn jetzt leer? Sehe ich gar nicht. Vielleicht kommen die auch einfach so. Jüngste Verluste. Vielleicht werden die damit gar nicht eingerechnet zu den Bewohnern. Ich weiß nicht, waren wir bei 24? Ne, wir waren bei mehr, oder? Hm. Oh, hier haben wir Kleidung. Lol, weil die... Nee. Wo ist denn diese Schafsweberei? Haben wir noch gar keinen drin? Wir ziehen uns mal zurück. So kriegen die schon mal ein bisschen Schaden. So, jetzt. Jetzt können die sich aber eigentlich schon wieder auflösen. Oh, oder können die von hier aus noch schießen? Das wäre gut. Könnt ihr noch schießen? Ja, das ist ja nice. Dann macht mal. Wusste ich gar nicht. Gesetz verfügbar, hä? Okay, wir haben unser erstes Gesetz. Und die rennen. Und wir haben keine weitere Einheit verloren. Wichtig und richtig. Dann können wir die jetzt mal alle auflösen. Ab an den Shop. Wir brauchen jetzt wir brauchen gar keine Bretter. Gerade. Wir brauchen auch keinen mehr in der Brennholzhütte. Also nur einen. Forsthaus lassen wir mal beide. Hier haben wir abgezogen. Großes Lager brauchen wir schon zwei. Wir nehmen mal hier auf jeden Fall. Na. Sammlerhütte, einen. Ja, einer müsste reichen. Dann haben wir hier noch alle drei. Wo fehlen noch Leute? Windmühle 1, hier haben wir eins. Das passt soweit. Hier eins, Gerberei. Wie viel Leder haben wir über, also heute? Ja, kann man mal einen reinmachen. Dann haben wir noch einen, beziehungsweise wir müssten auch bauen. Was haben wir hier? Taverne, aber das bringt uns noch nichts, weil wir ja kein Bier haben. Hier habe ich sogar einen drin. Das heißt, ich habe ja auch schon, habe ich genug, um die Kirche abzugraden? Dachziegel müsste reichen, oder? Jo. Nice. Baupriorität sehr hoch. Ja, und dann das noch. Achso, hier haben wir niemanden drin. Wie viel Leben haben wir denn da noch? Haben wir überhaupt noch irgendwas? Mal gucken, wo ist denn das? Ich hätte es hier hingemacht. Ne, warte mal. Stein ist ja auch woanders. Oder? Wo ist denn Stein? Stein, hier müsste es dann sein. Nö. Bin ich blind? Ach, hier unten, warte mal. Eisen, Erz, Eisen, Lehm, 6 Stück. Ja, okay. Dann lassen wir mal kurz 2. Beziehungsweise wir könnten einen mehr, brauchen wir einmal mehr Holz. Einmal mehr Holz wäre was, aber nee. Passt soweit. Wir sparen uns das auf. Auflösen? Auflösen. Let's go. Geh zurück an die Arbeit. Nice, da haben wir diese Mission geschafft. Haben wir dafür irgendwie... Oh, wir haben fast genug Ruhm, um hier das Gebiet zu beanspruchen. Damit hätten wir halt echt... Also damit dürfen wir erstmal ein neues Dorf hier aufbauen. Das würde ich... wo würde ich denn das hinbauen? Hier vielleicht so in die Mitte? Weil hier würde ich gern Felder hinmachen. Hier ist noch ein Banditenlager, lol. Wo kommt das denn her? Können wir auch einsammeln, gibt Geld. Können wir dann Besteuerung... Ja... Komm, Besteuerung müsste jetzt langsam besser werden. So, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das so gut geschafft haben. Wir brauchen unbedingt mehr Nahrung. Wie viele haben wir jetzt hier in den Tierendinger eigentlich? 17. Und wo ist das Gebäude dazu? Hier. Da sind sogar zwei drin. Die Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Da kommen wir ja aber... Das könnte sein, dass wir in dem Part echt weit kommen. Das ist ja ganz nice. Hier haben wir schon Hühner und hier haben wir noch gar nichts drin. Aber hier sind auch noch keine Leute drin. Ja doch.
Also Familien. Bedürfnis nicht erfüllt, hä? Achso, Brennstoff, oh. Brauchen wir da mehr? Langsam sollte ich mich auch hier in die hintere Richtung jetzt nochmal ausweiten. Klar, viel mehr Möglichkeit gibt es eh nimmer. Aber ist auch wichtig. Ich mache deswegen mal so. Dann kann man vielleicht, wenn man es dreht, zwei mit Ausbau. Naja, macht man's. Dann haben wir das. Dann kann man hier nochmal einen Weg hinmachen. Easy. Aber das ist halt eine Priorität von niedrig. Ist jetzt nicht so, dass wir das gerade brauchen. Besteuerung immer noch schlecht. So kriegen wir halt keine neuen Familien, wenn ein neuer Monat anbricht. Wir müssen dafür sorgen, dass die zufriedener sind. Okay, die brauchen auch Brennstoff. Hm. Vielleicht dann doch einen mehr, weil der hatte ja auch einen Markt, glaube ich. Mal gucken, ob der gleichen auch. Oder würde ich das direkt sehen, wenn der Markt aufmacht? Man könnte auch wieder eins mehr in dieses große Lager packen. Wenn ich das jetzt aber mache, haben wir niemanden mehr, der bauen kann. Wie sieht es gerade aus? Mehl. Wir haben aber keinen Weizen mehr. Das heißt, eigentlich aus der Windmühle können wir die Person mal kurz rausnehmen und dann eine mehr hier ins Lager. Okay, der macht direkt einen Markt auf. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Besteuerung. Warum ist die Besteuerung in dem Monat eigentlich beschissener als im letzten? Wir könnten auch mal den Zehnt langsam verringern. Weil wir haben ja gleich das, was wir brauchen eigentlich an Einfluss. Dann ist die Frage, der wird sich das hier noch nehmen? Und dann ist die Frage, wird es Krieg geben oder hat er gar keinen Bock, irgendwas zu machen? Das ist die Frage, die wir uns dann stellen müssen. Wenn er Bock hat, wobei mittlerweile, jetzt dadurch, dass es gerade echt gut lief, bin ich zuversichtlich. Wie viele Bögen haben wir eigentlich noch? 33. Ja, mal eine Garnison aus. Was haben wir denn? Stangenwaffen? Speerkämpfer? Was haben wir eigentlich hier? Speer. Und Fußsoldaten. Sowas wie Schwerter gibt es gar nicht. Äxte. Oder Söldner haben wir halt auch. Also eigentlich sind die alle dumm. Wir haben echt gutes Geld auch. Huch, ich kann mal Spiel weiterlaufen lassen. Wir haben gutes Geld, um uns auch in Notsituationen mal was leisten zu können. Die Armee eines Herrschers wurde gesichtet, ja. Wenn ich jetzt wüsste, ob die hier wirklich ein Problem für mich sind, also fehlende Rekruten, okay. Verstehe ich nicht. Ist die Kirche fertig? Nee. Aber es wird dran gebaut, langsam. Langsam wird dran gebaut. Ist anscheinend ein größeres Projekt. Fehlen uns jetzt eigentlich noch irgendwelche Gebäude fertig? Brennholzstand. Okay. Fehlen uns irgendwelche Gebäude jetzt gerade noch? Richtig doll. Brennholzkarren und Lebensmittelkarren, ja. Was ich halt gehört habe, wie sieht es eigentlich da aus? Hofstadt, Stufe 3 oder höher? Okay. Aber wir haben kein weiteres. Wir haben ein Gesetz. Moment. Wilde Tiere in üppigen Vorkommen pflanzen sich doppelt so schnell fort, allerdings liefern Feldfrüchte um 50% weniger Ertrag. In dem Gebiet oder allgemein? Ich hätte gern die nicht in Early Access verfügbaren. Die Bewohner lassen jede fünfte Mahlzeit aus, reduziert den Nahrungsverbrauch, senkt aber auch die Zufriedenheit. Ich würde gern gar nichts davon machen. Ich hätte ja irgendwie eins, was mir auch was bringt. Also klar, üppiges Gebiet von Tieren haben wir hier. Da könnte man zwei Jäger reinhauen. Ist halt für den Winter auch geil. Also Brennstoff haben wir echt eigentlich genug. Warum da nicht jeder mit versorgt ist, frage ich mich schon, aber wer bin ich schon? 50% Zufriedenheit, Besteuerung ist immer noch hoch. Leichen müssen bestattet werden. Okay, dazu sollten wir dann doch mal hier das Ding hier machen. Was für Baumaterial empfehlen da eigentlich? Abreißen, anheften, pausieren. Ja. Sorgt dafür, dass sich die Zugewiesenen um die Toten kümmern. Auf dem heiligen Boden der Kirche werden Räuber ganz einfach in Leichengruben, ja. Aber was muss ich da machen? Ist, weil die Kirche gerade im Bau ist. Ist das das Problem? Weil ich habe halt auch niemanden frei. Höchste.
so ein bisschen das Problem. Nahrungsmittelmäßig haben wir aber alles, was gewünscht ist, gell? Ja, Brennstoff, die beiden da vorne nicht. Hm. Müsst ihr euch nur was nehmen oder was ist das Problem? Wie sieht es generell aus hier mit Schafszeug? Heute Wolle haben wir noch gar nichts. Hm. Da weiß ich halt jetzt nicht, brauchen wir viel mehr Tiere? Die sind halt schon teuer. Und ich würde sagen, das machen wir nur, wenn es sich lohnt. Aber wir brauchen halt irgendwie eine Möglichkeit, weil... Wir haben wilde Tiere 20. Hm. Wir haben ein geiles Lehmvorkommen halt. Aber hier können wir auch wahrscheinlich dann Lachs und so... Lachs, Flachs. Wir pflanzen mal Lachse an. Wäre aber auch geil. Gute Nahrungsquelle. Zumindest für den Stand hier im Spiel ist so... Was haben wir hier noch? Weizen ist natürlich... Boah, Weizen ist... Da wird hier dick. Oh, Roggen auch. Eigentlich ist ja alles geil. Hier so ein bisschen das Dorf. So ein kleineres. Was dann auch hier hin liefert. Das wär's. Man kann hier wirklich ein bisschen besser bauen. Also hier vor allem zentraler ohne die Gärten. Auch wenn die Gärten eigentlich einen Vorteil haben. Aber so für den Stadtkern vielleicht mal ohne. Wieder um so eine Kirche rum. Wäre schon was. So, machen wir mal hier. Ist das jetzt hier fertig? Nee. Hm. Überschüssige Waren müssen ins Lager ausgebracht werden. Verstehe ich auch nicht. Okay, wir machen vielleicht mal zweite Geschwindigkeitsstufe. Dann kommen wir auch wohin. Aber das war schon ganz cool mit dem Angriff. Windmühle braucht man nicht. Und hier auf den Feldern kommen die hoffentlich auch Weizen 10%. Okay, das müssen wir öfters wechseln. Das ist ja trotzdem noch echt schlecht. 14%. Dabei ist das hier noch nicht einmal das schlechte Gebiet, gell? Naja. Das ist kein wirklich gutes Gebiet, sagen wir es so. Da wäre hier so eine Fruchtfolge besser, wo wir halt zwischen Weizen, Roggen und Flachs dann entscheiden können. Oh, Leichengrube fertig, sehr schön. Dann stellen wir da mal... Ich würde gerne einen einstellen. Hat er jetzt hier noch eine... Okay, der hat noch eine Brennholzhütte gemacht. Dann machen wir einen weniger hier. Ist egal. Und einen, der hier Leichen verscharrt erstmal, bis die weg sind. Ich verstehe gar nicht. Irgendwie... Okay, wenn man Pause macht und los, dann macht er wieder normale Geschwindigkeit. Ich hätte noch irgendwie einen Shortcut, um die zu beschleunigen. Oder habe ich das? Nö. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, welche Taste das ist. Das ist... Ja, kein wirkliches Problem. Ist aber ein Quality of Life Feature, was natürlich nice wäre. Hier haben wir nichts mehr drin. Bretter brauchen wir aber gerade auch gar nicht. Gut, die Kirche braucht zwar 10, aber das kriegen wir hin. Ist schon eine Familie wieder dazugezogen. Ich glaube 24 waren wir, gell? Aber da ist zugewiesen 24. Hm. Normalerweise müsste das was werden. Müsste, sage ich immer. So, haben wir genug eigentlich? Wir haben immer noch keinen weiteren Steuersatz. Gut, wir haben keinen neuen Monat, aber Anspruch, langsam dürftest du mal kommen. Wir geben schließlich auch ein bisschen was an die Kirche ab. Oder geht das nicht, weil die Kirche im Bau ist? Das war aber frech. Dann machen wir mal kurz nur ein bisschen 5% Besteuerung. Ist auch was. Da freuen die sich sicher. Nicht bestattete Leichen. Ja, ich kümmere mich doch schon drum. Oh. Hm. Oh, Entschuldigung. So. Ist irgendwie aber ein komischer Kamera. Ich kann meine Kamera gar nicht ändern. So. Ist aber auch geil. Könnte so ein Kinofilm sein. Und so starben sie. Nur ein bisschen langsamer. Ist eigentlich geil. Schwierig, das so zu sagen. Ist aber cool gemacht vom Spiel. Guck mal, der hat sogar noch einen Pfeil hier im Schild. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist oder ob das einfach ein Modell ist, weil er gesehen hat, ah ja, da wurden Leute mit Pfeilen abgeschossen. Hm. Interessanter Battleground aber. Genauso wie hier. Hier sind aber weniger gestorben oder sie wurden schon verbracht. Bist du dafür zuständig? Ne, Lagerarbeiter. Lagerarbeiter. Spannend, spannend.
Aber ich habe gerade ein bisschen zu häufig Steuerung C gedrückt. Dann öffnet sich mein Übersetzungsprogramm. Kann ich sehr empfehlen, DeepL. Ist sehr nice. Aber ein bisschen unpraktisch in der Situation. Ist aber auch eine komische Tastenkombination, muss ich auch sagen. Steuerung C für eine Kamera oder den Kinomodus. Naja. So, eigentlich können wir unser Dorf mal ein bisschen wachsen lassen. Wir haben echt ein Problem. Fleisch haben wir nur... Was ist damit? Söldnerkompanie verfügbar. Aber warum haben wir so wenig Fleisch? Wir sollten... Welche davon sind jetzt besetzt? Neue Familie angezogen, sehr schön. Wir sollten uns hierum auch kümmern. Wie sieht's aus? Generell Nahrung. Eier dürften wir ein bisschen mehr haben. So. Dann machen wir mal kurz Armee ausheben. Sammeln. Sorgen Sie da eure Region über genügend Rekruten. Ja, wie sorge ich denn dafür? Und passende Waffen. Passende Waffen also. Ermöglicht die Produktion von Werkzeugen, Waffen und Seitenwaffen. Ja, machen wir mal. Bau begonnen. Aber ist jetzt nicht Priorität hoch. So, bald ist die Kirche aber auch fertig. Müsste zumindest. Und es regnet schon wieder. Und wir haben genug Einfluss. Sehr schön. Dann, ich hoffe, es passiert jetzt nicht, dass uns der... Na, hallo, Karte? Möchte wieder nicht, so. Gut. Dann mit Einfluss beanspruchen. Ja. So. Immer treu. Oder Immenreuth? Immenreuth. Bitte mach keine Faxen, Spieler. Aber der kann mir, also, wenn er mir bei der ersten Ding gleich irgendwie Ansprüche madig macht, obwohl er jetzt so viele hat und ich nie was gesagt habe, wäre schon frech. Vor allem hat er auch so gute Regionen wie die hier, Waldbrunn. Die hätte ich ja gerne als nächstes. Mit 2000 Einfluss. Aber jetzt kriegen wir ja Einfluss. Also eigentlich geht das schon. Eigentlich ist das schon gut möglich. Ich frage mich auch, ob er direkt beanspruchen machen würde oder wie oder was. Vielleicht denkt er sich aber auch, wir sind so krass. Sehen wir hier eigentlich Leichen? Ne, die werden hier irgendwo... Die werden hier direkt drauf geworfen. Vielleicht denkt er sich, wir sind so krass. Da macht er mal gar nichts. Das wäre am besten. So, zweifache Geschwindigkeit. Der Marktplatz ist von der Größe echt eigentlich gut. Wir haben noch 15 Plätze sogar. Also für unser Dorf müsste der eigentlich lange, lange Zeit reichen. Nahrungsvielfalt, okay, Nahrungsvielfalt ist halt überall krass schon. Kein Wunder, dass wir hier kaum Sachen haben. Ein bisschen Gemüse. Ich muss sagen, gefühlt sind die Eier besser. Aber ich weiß nicht, ob das einfach ein Trugschluss ist. Gefolge anpassen, cool. Was können wir hier machen? Achso, das sind Vorlagen, gell? Je nachdem, mit welcher Waffe. Waffenknecht anwerben. Was ist ein Waffenknecht? Einfach so eine Wache? Die eine grundlegende Militärausrüstung besitzt. Rüstung verbessern. Ihr zahlt den vollen Preis für die Ausrüstung für diesen Vasallen. York. Ach so, da kann man... durchschalten. Fritz. York. Erhard. Und für 50 könnten wir einen weiteren kaufen. Nehmt einen Bewohner. Waffenknecht. Für 50 aus der Schatzkammer hier oben. Moment. Ja, das ginge eigentlich. Dafür haben wir ja eigentlich genug Geld. Die haben eigentlich einen guten Dienst gemacht. Könnte man mal drüber nachdenken. So, langsam... Wird das hier schon gebaut? Nee. Die Sachen sind aber abgeliefert. Das heißt, da brauchen wir eigentlich nur den Typ, der es baut. Genauso wie hier. Ah ne, hier fehlen die Dachziegel noch. Nun gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal erfahren wir, ob sich unser Anspruch durchsetzen wird oder ob nicht. Dann müssen wir wieder eine Schlacht schlagen. Genauso werden wir beim nächsten Mal sicherlich die größere Kirche haben. Falls ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne beim nächsten Mal rein und dann sieht man sich im hoffentlich nächsten Part. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!